Hallo, ich bin Nils, 34 Jahre alt und ich habe vor mehreren Jahren eine Krebsdiagnose erhalten. 2016 haben Freunde von mir beim Bouldern festgestellt, dass sich an meiner rechten Wade unbemerkt von mir eine Beule entwickelt. Damit bin ich dann zu meiner Hausärztin gegangen, welche mich an ein Sarkomzentrum weiterverwiesen hat, wo festgestellt wurde, dass ich Betroffener von einem Knochensarkom bin. Im Rahmen der Behandlung wurde mir dann ein Teil meines rechten Unterschenkels entfernt, da leider keine andere Behandlungsmöglichkeit angesprochen hätte. Die Diagnose Sarkom hat mich damals sehr hart getroffen und meine ganze Lebensrealität infrage gestellt. Ich war damals dabei, auf dem zweiten Bildungsweg mein Abitur nachzuholen, mit dem festen Ziel, studieren zu gehen, was sich erstmal für mich komplett gegeben hat. Der Gedanke daran, dass mein Körper versucht, mich umzubringen, war sehr hart für mich und es war sehr schwer, das zu kompensieren bzw. den Weg zurück ins Leben zu finden. Was mich damals durch diese schwere Zeit geführt hat, war ein wunderbares Umfeld mit den besten Freunden der Welt, die mich nicht vergessen haben, die mich nicht zurückgelassen haben, was leider viel zu häufig passiert bei solchen Diagnosen. Deshalb ist es mir sehr wichtig, als Leiter der Selbsthilfegruppe Betroffenen und deren Angehörigen einen Halt zu bieten und neben Psychologen und Fachärzten Beratung und einfach einen Halt zu liefern. Trotz meiner Diagnose bin ich sportlich im Parasport aktiv und engagiere mich ehrenamtlich als Patientenpate und Leiter einer Sarkom-Selbsthilfegruppe. Auf Initiative unserer Ärzte und dem Uniklinikum Jena haben wir dann eine Selbsthilfegruppe für Sarkom-Betroffene gegründet, in Kooperation mit dem Uniklinikum Leipzig, um als mitteldeutsche Sarkom-Selbsthilfegruppe aufgestellt, neben Ärzten und Psychologen den Betroffenen noch einen weiteren Halt und eine Unterstützung zu liefern auf einer persönlichen Ebene. Wir engagieren uns als Selbsthilfegruppe in Thüringen und Sachsen. Wir treffen uns mindestens einmal im Quartal, am letzten Samstag des Quartals, zu einem großen Treffen, aber auch zu externen Terminen wie Weihnachtsmärkten oder Fachvorträgen von Krankenhäusern. Unsere Gruppe steht allen Betroffenen in allen Phasen der Erkrankung offen, sowie eben auch deren Angehörigen. Wenn du dich nicht traust, alleine zu uns zu kommen, kannst du auch gerne jemanden mitbringen, bei dem du dich wohlfühlst. Also ich bin die Petra, ich bin Sarkompatientin. Ich habe über einen Artikel in der Zeitung etwas gelesen und bin darüber zu einer Selbsthilfegruppe in Leipzig gekommen. Das tut mir selber sehr, sehr gut, weil das ist ein Halteseil, ein Haltegurt für mich. Die Selbsthilfegruppe ist für mich eine ganz wichtige Angelegenheit, weil man hat keinen Ansprechpartner in der Ärzteschaft. Und es ist für mich ganz wichtig gewesen, jemanden zu haben, der gleichgesinnt mit mir diese Sache auch aushalten musste. Und ich bin eigentlich dahin gekommen mit einem Vorbehalt, dass man sagt, naja, da redet man die ganze Zeit nur über Krankheit. Das ist überhaupt nicht der Fall. Also alles, was wir dort machen, sind eigentlich Aktivitäten, die ich auch mit guten Freunden machen würde. Und das ist etwas, was sehr, sehr gut tut, dass man nicht nur über die Krankheit redet, natürlich auch. Aber in erster Linie ist es eigentlich ein Auffangen und im Nachhinein dann zu sagen, wie war es bei dir, was hast du gemacht, kannst du mir da helfen, kannst du mir einen Rat geben. Und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, weil das können keine Ärzte und das können auch keine Pfleger. Das kann nur jemand, der das selbst hat, aushalten müssen. Sarkome sind sehr selten, aber niemand muss mit seiner Erkrankung alleine sein.